Das ist nur für später. Zehn Künstler. Zum Projekt Colors of Europe sind wir ab Herbst 4 Jahre lang mit einer Band. Und hier haben wir Danke Kate, der ein tolles Projekt hat, dieses Michael Keller. Mein Name ist Raimund Seidel und das ist meine Kollegin Verena Bachner. Wir sind von der ArtFactory Graz und haben bei diesem Microgalleries-Projekt in Graz mitgemacht. Wir haben eine 7x5 Meter große Wand bemalt zum Thema Colors of Europe, mit dem wir die ArtFactory für die nächsten Jahre durch ganz Europa in einer Wandausstellung unterwegs sind. 10 Künstler aus der ArtFactory haben jeder für sich eine eigene Figur gemalt und versucht darzustellen, dass das Ganze natürlich Freude und Spaß bereitet. Mein Name ist Anna Däuber, ich mache mit bei ArtFactory, bin Mitglied und wir machen hier ein kleines Projekt und ich habe eine Frau gemalt und oberhalb der Frau habe ich ein Original Ölgemälde raufgeklebt. Also ich male sonst Oldtimer und auch noch viele andere Dinge. Ja, macht es auch viel Spaß, hier mitzumachen. Mein Name ist Karl Rosemarie Sticher, auch ich bin ein Teil dieses Projektes der Multi Gallery ist und mein Part in diesem Projekt, ich mache eine Figur, die symbolisch die Wände hochgeht, ich mache Sohlenbilder, ich bin auch Bildhauer und es ist für mich eine Freude, an diesem Projekt teilzunehmen.
Name ist Roland Scherlin. Ich bin Mitglied der ArtFactory, eigentlich seit der Stunde Null an. Beteilige mich heute an diesem Kunstprojekt für Microgalleries. Habe mir für dieses Projekt eine doch eher nicht so tiefgründiges Motiv ausgesucht. Ja, und bin eigentlich gerade dabei, diese Sache zu beenden. Hallo, mein Name ist Ruth Friedrich. Ich bin erst seit kurzem bei der ArtFactory. Ich mache mit bei dem Thema Colors of Europe, wo wir unsere Bilder ausstellen in ganz Europa und auch jetzt bei Micro Galleries. Das ist ein tolles Projekt, das hat total Spaß gemacht, die Wand zu bemalen zuerst und uns selber. Und ich bin das Meer. Wir danken der Kate und der Debbie und den Airline, dass sie uns eingeladen haben, für diesen tollen Projekt mitzumachen. Wir gratulieren euch herzlich. Wir hoffen damit, dass wir der Grazer Bevölkerung hier am Grenzplatz, aber auch von ganz Graz und auch sämtlichen Besuchern und Gästen in Graz, dass die vorbeischauen und sich diese Microgalleries, diese Werke anschauen. Unser Werk ist permanent hier, wird auch immer da bleiben. Wir waren bis nach Vorzeit. The amazing Art Factory, who are based here in Graz, worked on this for days. It was incredible to watch. I've never seen anything like it. I've never seen artists have so much fun making an artwork. Art Factory are a group of 10 and a half, I believe. There are 10 and a half people who collaborated on this work, and it's part of a series called People of Europe, Colors of Europe. Colors of Europe. This is people. This is people, and this is colors. Oh, I see. It's combined together. Okay. Thank you.
freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und wenn ihr uns besuchen kommt in der Artfactory Graz. Es gibt eine Homepage www.artfactory-graz.at. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Danke, tschüss, ciao.